hier auf der Frauenstraße vor dem Geburtshaus des heiligen Arnold. Und wir wollen jetzt mal in den Fußstapfen des heiligen Arnold treten, den Gründer der Steyrer Mission. In diesem Haus hat die Familie Jansen gewohnt, Mittelstand in Goch gehörte und unter anderem eine kleine Landwirtschaft betrieb. Wir treten jetzt in das Haus ein und ich werde Ihnen mal die Räumlichkeiten nahebringen, in denen Arnold Jansen gelebt hat. Ich möchte Ihnen ganz gerne mal die Räumlichkeiten des Arnold-Jansen-Hauses zeigen, das heißt das Haus, in dem viele Jahre Arnold Jansen gelebt hat. Hier lebte die Mutter, der Vater, Bedienstete, auch Ziehkinder und 11 eigene Kinder. In dieser Küche wurde gekocht, auf einem Herd, den Sie jetzt sehen, der allerdings nicht original ist. Wo ich jetzt gerade sitze, das ist der Spülstein, der ist noch im Original. Da wurde nicht nur Gemüse geputzt, Wäsche gewaschen, nein, hier wurden auch die Kinder gebadet. Das war zur damaligen Zeit so. Das Wasser kam aus einer Pumpe. Die Küche hatte einen Ausgang zum Hofraum. Und da waren die Stallungen. Und der heilige Arnold musste morgens, bevor er zur Schule ging, mal erst die Kühe auf die Weide bringen. Jetzt denkt jeder, oh Gott, die Weide so weit. Nein, Goch war da, wo jetzt hinter der Mauer anfängt, zu Ende. Und da waren auch die Weiden, wo die Viecher dann geweidet wurden. Sie sehen nochmal den Originalfußboden, der teilweise ersetzt wurde, weil ein Wasserschaden entstanden war. Der nächste Raum wäre der Wohnraum der Familie Jansen. Und da begeben wir uns jetzt hin. Hier sehen Sie jetzt den Wohnraum der Familie Jansen. Viele Stücke sind noch original, zum Beispiel die Stühle sind original und vor allen Dingen der Buffetschrank. Das ist ein Schrank, den die Mutter vom heiligen Arnold mit in die Ehe gebracht hat. Und das war der sogenannte Aussteuerschrank. Den mussten damals die Frauen immer mit in die Ehe bringen, weil der mit Linnengut gefüllt war. Denn Linnen musste ja ein ganzes Leben lang zur Verfügung stehen, weil die Frauen ja Hausfrauen waren und keine Arbeit nachgehen konnten und somit auch keine eigenen Einkünfte hatten. Man hat damals aber auch schon so ein bisschen gefudelt, denn die Nachbarn kamen ja und die Verwandten und guckten, ob die Braut sehr viel gutes Linnengut mitbrachte in die Ehe. Dann hat man das Linnengut ganz nach vorne geschoben und dahinter war ja eine Lücke. Boah, der Leinenschrank war gefüllt, also es ist eine gute Partie gewesen. Wir machen einen Blick auf den Sekretär. Das ist der Sekretär des Vaters, der seine Einnahmen und Ausgaben gewissenhaft notierte. Er machte damals, 1839, schon eine exzellente Buchführung. Wir können nachlesen, was er im Einzelnen eingekauft und auch verkauft hatte. Vor allen Dingen die landwirtschaftlichen Dinge und auch, wenn Pferde oder Rinder verkauft oder gekauft wurden. Außerdem hat er, weil Arnoldus, der heilige Arnold, ja zur Gastung ging, ganz gewissenhaft aufgeschrieben, was der heilige Arnold alles mitgebracht hat. An Wäsche, an Socken, an ganzen, alle Dinge des täglichen Lebens. Man kann das nachlesen, es sind aber nur Kopien vorhanden. Die Originale befinden sich in der Verwandtschaft des heiligen Arnold. Viele Dinge wurden während des Krieges ausgelagert bei Verwandten und die kamen nach dem Krieg wieder zurück. Wir befinden uns jetzt im Wohnzimmer und an der Wand ist eine Bildergalerie, die die einzelnen Abschnitte, Lebensabschnitte des heiligen Arnold dokumentieren. Das erste Bild ist eine Zeichnung, denn damals gab es noch keine Fotos. Und dann sehen Sie
verteilt das ganze Leben des heiligen Arnold bis unten das allerletzte Bild, Arnold auf dem Sterbebett. Unter dieser Bildergalerie befindet sich ein kleines Tischchen mit einem dicken Buch. Und in diesem Buch, das ist wie ein Gästebuch, da kann man sich eintragen. Man kann auch, wenn man einen besonderen Wunsch an Arnold hat, kann man den auch dokumentieren. Und man kann schreiben, was einem gefallen hat und was nicht. Oder auf dieser Wand befindet sich eine Bildergalerie der Familie Jansen. In dem großen Oval oben ist der Bruder des heiligen Arnold abgebildet, der auch nachher Steiler war, allerdings nur als Bruder Juniperus. Die Standuhr im Wohnzimmer ist ein Geschenk und es ist nicht mehr original, aber es stammt aus der Zeit. Wir befinden uns in dem Schlafraum der Eheleute Jansen. Wir sehen hier das Bett, in dem auch Arnold geboren wurde. Jeder wird sagen, so ein kleines Bett, aber wir müssen bedenken, dass die Leute zur damaligen Zeit auch kleiner waren. Der Sessel, den wir jetzt sehen, das ist der Originalsessel, in dem die Mutter von Arnold verstorben ist, sitzenderweise, da sie vermutlich Atembeschwerden hatte und nicht mehr liegen konnte. Die Truhe war die Aussteuer, und zwar waren da die Kleider und alles das, was man anzuziehen hatte, darin untergebracht. Hier sehen wir noch eine sehr altertümliche Möglichkeit, um sich zu waschen. Da gibt es auch einen Ausdruck, ich weiß nicht, ob der richtig ist, aber man sagte damals Waschlampett. Auf dem Nachttisch sehen wir einen Kerzenleuchter, denn wir hatten damals ja auch noch keinen Strom, sondern die Beleuchtung wurde durch Kerzen hergestellt. Das Kreuz soll ein Original sein und es bedeutet ja der Familie Jansen sehr viel, da sie eine sehr gläubige Familie war. Dazu muss man auch sagen, dass die Mutter fast ihr Leben in der Kirche verbracht hat. Also hat sie ihre Kinder schon sehr im Glauben geprägt. Hier im Schlafzimmer der Eheleute Jansen hängt das einzige Foto der Mutter von Arnold Jansen. Und zwar hieß sie Anna-Katharina Jansen, die ist 1891 gestorben und war die Mutter von Arnold Jansen. Das Foto der Mutter wurde in Steyr gemacht, wo die des Öfteren ihren Sohn Arnold besuchte. Vom Vater, der vor der Gründung des Steyrer Missionshauses starb, haben wir leider kein Foto. Hier im Schlafzimmer befindet sich die Originalurkunde von der Taufe des heiligen Arnold. Zur damaligen Zeit wurden die Kinder einen Tag nach der Geburt getauft und Zeugen der Geburt waren meistens die Nachbarn. Liebe Zuschauer von Goch TV, wir haben jetzt einen kleinen Einblick über das Wohnhaus von dem heiligen Arnold Jansen. Aber was Ruth Küppers mir noch nicht erzählt hat, ist der Lebensweg von Arnold von der Schule bis zur Heiligsprechung. Ein kurzer Lebenslauf des heiligen Arnold. Er wurde am 5. November 1837 geboren und er ist gestorben 1909. 1844 besuchte Arnold die Gocher Volksschule, 4 Jahre lang. 1848 erhielt die Stadt Goch eine Rektoratsschule. Eltern wurden von Kaplan Reuter angesprochen, Arnold Jansen auf diese Schule zu geben. Die Schule bevorzugte Schüler, die Priester werden wollten. Die Eltern willigten unter Schwierigkeiten ein, weil sie meinten, sie haben ja noch viele andere Kinder, die gleichen Rechte haben sollten. Aber Arnold Jansen trat in die Rektoratsschule ein. Durch diesen Schritt brach er aus dem Familienniveau aus und wurde zum Studierenden. Er nahm eine Sonderstellung in der Familie ein. Erst sein jüngster Bruder Johannes folgte ihm in den Priesterberuf, aber erst viele Jahre später. Anfang September 1849 wurde in dem ehemaligen Kloster der Augustiner Chorherren von Garstung, heute Collegium Augustinianum, ein Knabenseminar von der Obertertia bis zur Oberprima eingerichtet.
Das ehemalige Kloster bot genügend Raum für Schule, Konvikt und Lehrer. Obwohl Arnold Jansen die schwierige Aufnahmeprüfung bestand, stellte sich alsbald heraus, dass 1,5 Jahre Unterricht in der Rektoratsschule mit Rektor Genius nicht ausreichend genug waren. Arnold Jansen konnte den Stoff der ersten Klasse nicht bewältigen und musste diese wiederholen. Durch den Erfolg seiner ehemaligen Klassenkameraden, die ihm ja nun eine Klasse voraus waren, wurde Arnold Jansen seine persönliche Schlappe alle Zeit vorgeführt. Dies prägte ihn für sein weiteres Leben und er handelte stets vorsichtig, immer die Grenzen seiner eigenen Fähigkeit vor Augen. Schon bald kristallisierte sich seine Neigung für Mathematik heraus, aber er musste sein Lieblingsfach eher vernachlässigen, um die notwendigen Leistungsnachweise in den Sprachen zu erbringen. Der Leiter der damaligen Anstalt war zugleich auch sein Mathematiklehrer, Dr. Perger, der selbst von seinem Theologiestudium noch in Mathematik promoviert hatte. Als Arnold Jansen mit 18 Jahren in Münster sein Abitur machte, bestätigte ihm die Königliche Prüfungskommission beste Leistungen in Mathematik, in den übrigen Fächern eher befriedigende bis angemessene Leistungen. 1855 begann er in Münster ein Mathematikstudium, um Geistgymnasiallehrer zu werden. Dieser Entschluss fand die Zustimmung des Bischofs Johann Georg Müller, der auf diese Weise den kirchlichen, religiösen Einfluss an den höheren Schulen, den Gymnasien, gewahrt sah. Ostern 57 wechselte er dann zur Uni Bonn, wo er wieder an der Philosophischen Fakultät nur 3 nicht naturwissenschaftliche Fächer von 21 Vorlesungsgegenständen belegte, nämlich Kirchenarchäologie, französische Literaturgeschichte und Kirchengeschichte. Im Wintersemester 1857 bis 58 beteiligte er sich an einer mathematischen Preisaufgabe und er gewann den Wettbewerb, für den eine Gewinnsumme von 50 Talern ausgesetzt war. Der Vater war Pachtbauer und Fuhrunternehmer. Etwas Ackerland, 4 Kühe, einige Schweine und 2 Pferde. Im Gegensatz zu den anderen Fuhrleuten, die eine ungeheure Fähigkeit im Fluchen entwickelten, hat der Fuhrmann Gerhard Jansen unterwegs immer den Rosenkranz gebetet. Vater Gerhard Jansen wurde 1801 geboren. Die Mutter haben wir schon, Anna Katharina Wellesen, 1809 in Weeze. 1834 haben sie geheiratet. Sie haben in ihrer Ehe 11 Kinder, von denen 3 früh sterben. Arnold wurde als zweites Kind am 5.11.37 geboren. Sehr bald wurde jedes Kind nach seinen Kräften und Fähigkeiten zur Mithilfe herangezogen. Der Vater verlangte Gehorsam, willige Mithilfe bei den Lasten der täglichen Arbeit und die Bereitschaft zu Opfer und Verzicht. Er war ein strenger Erzieher und wer nicht pünktlich gehorchte, den erwartete die Strafe des Vaters. Sonntags besuchte er morgens 2-mal den Gottesdienst und nachmittags ging er nochmal zur Andacht. Auch an Wochentagen besuchte er so oft wie möglich die Heilige Messe. In der Familie wurde streng auf den häufigen Empfang der Sakramente geachtet. Auch die Mutter war sehr fromm und verbrachte fast die Sonntage in der Kirche. Auch wenn sie nie ganz gesund war und ständig von Schmerzen geplagt, ging sie täglich zur Heiligen Messe. Ihre Söhne Wilhelm und Arnold charakterisierten sie folgendermaßen. Sie war eine große Liebhaberin des Gebetes. Sie war eine betende Mutter, unermüdlich. Frommer Glaube prägte das Familienleben. Es wurde in einem Fort über Glaube und Religion gesprochen, während des Mittagessens, danach, im Nachmittag und das gemeinsame Abendgebet war selbstverständlich. Die Lieblingsbibelstelle des Vaters war aus dem Johannesevangelium. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. In der Freizeit wurde aus den Jahrbüchern des Vereins der Glaubensbreitung vorgelesen. Die Kinder erbten die tief verwurzelte Frömmigkeit, das gewaltige Gottvertrauen.
Es verwundert nicht, dass Arnold Jansen seinem Orden den Namen Gemeinschaft des göttlichen Wortes verlieh. Societas Verbi Divini, übersetzt Gesellschaft des göttlichen Wortes. Die Beschreibung des kleinen Herrn Jansen. Er war der kleine Herr, kaum 1,65 groß, schlank, schwach gebaut, doch äußerst zäh. Das erste Mal bettlägerig krank, als er schon 40 Jahre alt war. Haare, Augenbrauen und Wimpern waren blond. Seine Augen waren braun, eine äußerst starke Nase. Seine Stimme klang hoch und heiser. Er hatte einen eiligen Schritt, schritt rechts kräftig aus und zog den linken Fuß etwas nach. Für den Militärdienst war er untauglich. Vikar Arnold Jansen übernahm die Studienkosten für das Priesterstudium seines jüngsten Bruders Johannes. Außerdem zahlte er die gestundeten Gebühren seiner eigenen Studienzeit noch ab. Auch kümmerte er sich um die Aufnahme seines Bruders Wilhelm in das Kloster der Kapuzinermönche in Münster. Voller Bewunderung und Anerkennung für die Berufung zu einem Dienst in einer stillen Klosterzelle arrangierte er ein Treffen zwischen dem Guardian des Klosters und Wilhelm, der nur wenige Monate später in den Orden als Bruder Juniperus. Gut, jetzt haben wir so vieles von Arnold Jansen gehört, aber seine Priesterlaufbahn haben wir noch nicht erläutert. Darunter verstehe ich die Priesterweihe bis zu seinem Todestag und der Ordensgründung in Steyr. Die Priesterweihe des heiligen Arnold erfolgte am 17.08.61 im Dom zu Münster. 14 Tage später feierte er in seiner Heimatstadt Goch in aller Stille seine erste heilige Messe. Er war noch nicht 24 Jahre alt und schon bereits Oberlehrer und Priester. Der Bischof wies ihm seine erste Stelle in der westfälischen Stadt Bocholt zu. Das war eine höhere Bürgerschule, die aus einer ehemaligen Lateinschule hervorging. Sie zählte ganze 27 Schüler und hatte 2 Lehrer. Jansen lehrte die Realfächer, die die Eltern von der neuen Schule ausdrücklich wünschten. Außerdem war er Konrektor. Er war als Lehrer nicht sonderlich beliebt. Er neigte gelegentlich zu Pedanterie, Nüchternheit und Starrheit. Die Schüler hatten sehr viel Respekt vor ihm. 12 Jahre lang blieb Jansen Lehrer in Bocholt. Man bot ihm eine Stelle in Berlin an, aber Arnold Jansen bleibt seinem Priesterwunsch treu und lehnt die Stelle zum allgemeinen Unverständnis ab. Er gewann, wie wir es schon mal erwähnt haben, des Preisausschreibens 50 Taler, weil er der Beste abgeschnitten hatte. Dann lud er seinen Vater nach Köln ein als Dankeschön. Sie besichtigten die Stadt und leisteten sich den Luxus einer Dampferfahrt auf dem Rhein. Zur damaligen Zeit ein durchaus ungewöhnliches Vergnügen. Er wechselte ans Priesterseminar nach Münster, wo er 4 Semester studierte. Dann absolvierte er zusätzlich Lehramtsprüfungen in Englisch, Hebräisch, Religion und Chemie. Ein Probeunterricht im Fach Religion fand nicht die Zufriedenheit seiner Prüfer, während eine Unterrichtsstunde in Chemie die volle Zustimmung seiner Ausbilder fand. Am Ende erhielt er in Bonn die Fakultas für folgende Fächer: Mathematik, Physik, Mineralogie, Botanik, Zoologie, Chemie und Religion für alle Klassen des Gymnasiums. Deutsch und Französisch für mittlere Klassen, Englisch für die Tertia, Hebräisch für Anfangsunterricht einer Sekunda, klassische Sprachen Latein und Griechisch und alte Geschichte für die unteren Klassen. Sein Wunsch, eine Missionsstation zu errichten, wurde immer stärker. Leider war in Deutschland die Errichtung einer Missionsstation nicht erlaubt während des Kulturkampfes. So richtete sich das Augenmerk auf die nahegelegenen Niederlande. Er erwarb ein Grundstück in der Nähe des Flusses Maas, und zwar ein ganz altes, verkommenes Gasthaus stand da und wurde später die erste Missionsstation.
Aber um eine Genehmigung zu bekommen, eine Mission zu errichten, musste er zum Bischof von Romont. Der hat ihn ständig abgewimmelt, bis eines Tages der Priester, der im Vorzimmer des Bischofs saß, es nicht mehr ausgehalten und dem Bischof gesagt, da ist schon wieder dieser kleine Herr Jansen, der da die Missionsstation gründen wollte. Und das sagte dann Bischof von Romont, folgenden Ausspruch, der auch überliefert ist, entweder ist er ein Narr oder ein Heiliger. Immerhin bekam Arnold Jansen die Genehmigung, eine Missionsstation zu errichten. Heute gilt Arnold Jansen, der als Sohn eines Fuhrunternehmers in Goch geboren wurde, der Wegbereiter des modernen Missionsgedankens und Vorläufiger des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Heiligsprechung Arnold Jansens auf dem Peterplatz in Rom 2003 durch Papst Johannes Paul II. Unterstreicht die enorme Bedeutung, die der Gocher für die Weltkirche besitzt. Nachdem Arnold Jansen 1865 das Gebetsapostolat kennengelernt hatte, eine in Frankreich gegründete Vereinigung, der besonders das Gebet für die Einheit der getrennten Christenheit am Herzen lag, förderte er erfolgreich ihre Ausbreitung. Das war auch der Grund, das Anliegen der Weltkirche, und gründete schließlich 40 Kilometer von Goch das besagte Deutsche Missionshaus in Steyl. Bereits 1879 schickte Arnold Jansen die ersten Missionare nach China. Es folgten Togo, Papua-Neuguinea, Japan, die Philippinen und Lateinamerika. Als Arnold Jansen 1909 in Steyl starb, wirkten die Steyler Missionare bereits in 10 Ländern, immer getreu dem Motto ihres Gründers, zunächst heilen, dann belehren und erst dann taufen. Heute zählt die Steyler Ordensfamilie. Arnold Jansen gründete noch 2 Schwesternkongregationen. Mehr als 10.200 Frauen und Männer aus 65 Nationen, rund 6.000 Missionare, fast 4.000 Missionsschwestern und nahezu 500 Anbetungsschwestern. Sie leben und arbeiten in 62 Ländern der Welt.